So. Wo sind wir? Nun wart's doch ab. Ich bin mir sicher, wenn du deine Überraschung siehst, dann freust du dich riesig. Dazu Achtung, Stufe. Oh, dazu müsstest du mir aber erst die Augenbinde abnehmen. Da könntest du unter Umständen recht haben. Stehen bleiben. Achtung. Und. Tada! Ah, eine Staffelei? Das wird dein höchstpersönliches Atelier. Gut, das Grünzeug, das müssen wir noch ein bisschen wegräumen, aber ansonsten. Ah, das ist lieb von dir. Wie, keine Begeisterungsstürme? Was sagt denn dein Vater dazu? Und die Seifels? Ich habe mit allen notwendigen Entscheidungsträgern gesprochen und sie haben nichts dagegen. Allerdings bist du mir bisher noch nicht in den Hals gefallen und dagegen habe ich etwas. Danke. Das ist eine wirklich schöne Idee von dir. Aber? Ich habe mich zwar sehr über diesen zerrissenen Entwurf geärgert, aber mir ist klar geworden, dass das ein Zeichen ist. Wenn ich es nicht mal schaffe, einen anständigen Entwurf für einen Provinzwettbewerb einzureichen, dann wie kann ich dann Zeichnen zu meinem Beruf machen? Ich finde, du misst diesem kleinen Riss in einem Blatt Papier eine viel zu große Bedeutung bei. Nein, nach der ganzen Sache ist mir klar geworden, dass ich zeichnen will, weil es mir Spaß macht. Und nicht um Geld zu verdienen oder weil ich muss. Nur als Hobby? Trotz deiner Begabung? Hast du was gegen begabte Amateure? Nein. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, und natürlich melden wir uns auch, sobald sich was Neues ergibt. Gut, wiederhören. Die Polizei unternimmt also direkt was? Natürlich, sonst hätte ich denen die Hölle heiß gemacht. Sie orten jetzt mal Michaels Handy und dann schicken sie eine Strafe los. Na, das klingt ja erstaunlicherweise mal unbürokratisch. Man wird ja so bescheiden, nicht wahr? Sagen Sie mal, wie konnten Sie das überhaupt zulassen, Michael allein ins Dorf zu schicken? Ich war dagegen. Aber er war wild entschlossen. Tja, und da konnten Sie nicht zurückhalten? Na, was soll ich denn tun, ihn festbinden? Er ist ein erwachsener Mensch und das war seine Idee. Sie hätten das verhindern müssen, allein schon wegen Fabienne. Großartig, Sie haben recht. Sonnen Sie sich in diesem Gefühl? Ich suche inzwischen Ihren Ex. Aber rufen Sie mich an, falls er auftaucht. Oder wenn sich die Polizei meldet. Super Timing, Rosalie. Du wolltest mich sicher gerade anrufen. Weshalb? Du scheinst fertig zu sein mit der Arbeit. Wir wollten zusammen. Sorry, Kaffee. Das passt gerade gar nicht. Sie wissen Bescheid. Sie melden sich, wenn Sie was hören, ja? Mach ich. Herr Heinemann, es hat jetzt keinen Sinn, wenn Sie mich alle zwei Minuten hier anrufen. Michael, wo steckst du? Eine gute Frage. Herr Heinemann hat mir schon alles erzählt. Dann können wir ja wieder auflegen. Nein, wir telefonieren jetzt so lange, bis du gefunden worden bist, sonst halte ich das nicht aus. Und es geht dabei, wie immer, ausschließlich um dich, was? Michael, ich mache mir schreckliche Sorgen um dich, aber zum Glück sucht ja die Polizei schon nach dir. Wer hat die Polizei eingeschaltet? Ich? Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig, so einen Aufstand zu machen? Bist du verrückt, da draußen im Dunkeln und in der Kälte alleine herumzuspazieren? Die Dunkelheit spielt für mich keine allzu große Rolle, falls du das vergessen haben solltest. Hab ich das nicht gemeint? Und mit der Kälte komme ich wunderbar zurecht. Ich bin hier in Bewegung und hab alles im Griff. Vielen Dank. Jetzt erzähl doch keinen Blödsinn. Du bist seit Stunden unterwegs, ohne eine Ahnung zu haben. Michael, was ist das? Mein Akku ist gleich leer. Nein, nicht das auch noch. So, ich lege jetzt auf, Rosalie. Nein, stopp, warte. Michael, ich weiß, du sagst, du liebst mich nicht mehr, aber du hast mich mal geliebt. Ich liebe dich immer noch. Ich lege jetzt auf. Hast du denn gar keine Gefühle mehr für mich? Rosalie, hör auf. Erst wenn du mir
Ich empfinde nichts für dich. Nichts. Also bitte lass mich endlich in Ruhe. Shit, du musst ganz ruhig bleiben. Ich bin ruhig, Rosalie. Das stimmt doch nicht. Du bist nervös und du fühlst dich überfordert, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass du... Jetzt halt endlich den Mund! Halt endlich den Mund, ich brauche dich nicht mehr. Hast du verstanden? Ich brauche dich nicht. Ich brauche niemanden! Michael? Oh, verdammt! Michael? Es tut mir leid, wenn du dich von mir belästigt fühlst. Es ist nur... Ich wünsche mir so sehr... Ich will unbedingt, dass du wieder sehen kannst und dass es dir gut geht. Michael? Gibt's Probleme? Michael hat sich verlaufen und er möchte sich partout nicht helfen lassen. Und jetzt hat auch noch sein Handy den Gast aufgegeben. Verdammt nochmal. Wo ist das Handy? Hallo? 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 Verdammtes Missing. Wo ist mein Stock? Wo ist mein Stock? Mein Stock? Wo ist mein Stock? Au! Au! Wieso bist du noch nicht an dein Handy gegangen? Schläft der Kleine? Ja. Ist jetzt mit Michael gesprochen? In letzter Zeit nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Nils, wo ist Michael denn jetzt? Ich habe ihn gesucht. Die Polizei sucht ihn. Keine Ahnung. Wieso, was hat die Polizei damit zu tun? Michael wird vermisst. Als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, da wusste er überhaupt nicht, wo er ist. Wir müssen los, Nils. Wohin denn? Na, wie wohin ihn suchen? Das haben zum Glück die Profis übernommen. Ja, wir können doch jetzt nicht einfach hier rumsitzen und sehen. Mein Gott, wie kalt ist wohl draußen. Es hat doch bestimmt Minusgrade. Wie kannst denn du jetzt da einfach so sitzen und tun, als wäre nichts? Ich bin die letzten Stunden durch das gesamte verfluchte Dorf gelaufen. Ich war in jeder einzelnen Straße. Ja, dann vielleicht... Oh mein Gott, wir müssen in den Wald suchen, Nils. Stockfinsterer Nacht? Nein, danke. Die Gefahr, dass wir uns auch noch verlaufen und Fabian nicht nur seinen Vater, sondern auch noch seine Mutter verliert. Das ist so gemein. Ich? Ja, du. Nils, es ist gerade ein Notfall eingetreten. Kannst du jetzt bitte mal deine Rechthaberei vergessen und mit mir überlegen, wie wir Michael helfen können? Inwieweit bin ich denn bitte schon Rechthaberei? Ja, komm, bitte, du wartest doch nur darauf, mir unter die Nase zu reiben, dass ich daran schuld bin. Ist doch so. Wenn du nicht so hoffnungslos naiv gewesen wärst, zu glauben, dass jemand nach ein paar Wochen... Hör auf! Hoffentlich passiert kein Unglück. Auf dem Plakat, Sieger. Siegerin. Nur leider die falsche. Na, von mir aus. Und bist du denn insgesamt zufrieden? Also ich jedenfalls sehr. Obwohl mich deine Komiteeleutchen ganz schön geschafft haben mit ihrem unersättlichen Appetit. Aber es lohnt sich. Also die Essensrechnung, die ist schon phenomenal. Und dein Ticket. Oh, entschuldige, wie unaufmerksam von mir. Bitte.
Es motiviert schon sehr, am Gewinn beteiligt zu sein. Nur, dass der Fürstenhof bei dieser Veranstaltung keinen machen wird. Naja, du und Hildegard, ihr geht natürlich aufs Haus, aber die anderen... André, ich wollte es dir vorhin schon sagen. Nur leider warst du zu beschäftigt, um die Leute zum Konsumieren zu verführen. Ist doch meine Aufgabe als Küchenchef, oder? Im Prinzip schon, aber in diesem Fall... Der Fürstenhof hat zu dieser Veranstaltung eingeladen. Inklusive aller Speisen und Getränke. Seit wann denn das? Seit Charlotte, Götzaste und ich das bei unserer letzten Eigentümerversammlung beschlossen haben. Ist das wahr? Hat dein Lieblingschef vergessen, dich zu informieren? Das ist aber sehr unaufmerksam von ihm. Du schaffst das.